Und herzlich willkommen zu Let's Play, der Pant of Exile. Ein neues Let's Play von mir. Wir spielen das zusammen mit dem Dominik. Hallo. Wer noch nicht kennt, der spielt mit mir eigentlich ziemlich andere Let's, auch die anderen Let's Plays. Dann, wir werden die Witch spielen. Weil es einfach, wir haben halt den Charakter hier genommen. Ich heiße Game to Kill, weil ich das Spiel früher schon mal gespielt habe. Deswegen hier am Anfang werde ich ziemlich viel überspringen. Ich habe vorher noch mal kurz ausprobiert, welchen Charakter ich lieber mag, aber ich habe mir entschieden, weil einfach ich komme mit Nahkämpfer nicht zurecht. Ich habe da mal kurz 5 Minuten hier aufgenommen gehabt als Nahkämpfer. Das habe ich dann auch wieder gelöscht, weil ich bin einfach nur selbst im Startgebiet verreckt. Ich komme mit Nahkämpfer nicht zurecht. Weil ich weiß, wie es geht. Ja, ich habe immer eine Fernkämpfer gespielt. Ich hatte halt, wo ich früher gespielt habe, den Bogenschützen gespielt, weil jetzt mitspielen. Ja, ich spiele in Shadow und ich bin im Spiel fast, habe halt schon ein bisschen das Spiel gespielt. Ich glaube, so Level 19 war ich letztes Mal. 15. 19. Und ja. Wenn man weiß, wie es geht, dann kriegt man auch überhaupt keinen Damage von den Mobs hier. Die Leute, die es nicht wissen, Path of Exile ist ein Free-to-Play-Spiel, kann man sich bei Steam holen. Jo. Ja, am Anfang hier werde ich die erste Insel hier alle Mobs töten, weil hier hat's, die ist nicht wirklich groß. Und es ist praktisch am Anfang dann schon diese 1-2 Level Vorteil zu haben, dieses eine Level Vorteil zu haben, dass man das Spiel ja nicht sofort abkratzt. Ja, und was man auch bei dem Spiel sagen kann, es ist nicht wirklich Pay to Win oder sowas, weil es ein PvE-Spiel ist und man hat nur unten rechts bei seinem Bild für eine Shop-Leiste, wo du halt Sachen kaufen kannst, aber weil ich gesehen habe, sind die Sachen nicht wirklich so wichtig. Weil man sieht auch, wenn man zum Beispiel mit Ides Inventar öffnet, dass man hier noch einen limitierten Platz hat, wie zum Beispiel bei Diablo der Fall ist, und diesen solchen Platz kann man sich nicht kaufen, also kannst dir nicht wirklich was kaufen, außer vielleicht ein bisschen Ausrüstung, wenn du halt zu blöd bist, dir was zu farmen. Sonst ist ja eigentlich auch alles, was du brauchst, erfahren. Leckt das hier gerade bei mir oder habe ich dich getroffen, weil sie auf dem Hügel stand? Manchmal ist es zeitversetzt. Okay, ja, dann ersten Skillpunkt für die passiven Skills. Also, das hier ist der Skillbaum. Er ist ziemlich groß, aber das kommt daher, dass man von jeder Klasse alles skillen kann. Das heißt, ein Charakter schaltet hier, einer schaltet hier, da schaltet einer. Und hier schaltet der Charakter den, wo man sich noch freischalten muss. Und wir starten halt als Switch hier oben. Hier sind unsere Standard-Attributpunkte. Dann, weil wir rein Wissen sind. Es gibt auch welche, die wissen Agilität oder wissen Stärke. So, zum Beispiel das Shadow, also zwei Klassen. Der Charakter, wo man sich dann freischaltet, das ist halt, wie man schon gesehen hat, mittig. Der hat halt alle drei Sorten. Genau, weil hier sieht man hier auch, je nachdem, wo die Punkte hier sind. Wie zum Beispiel hier, da ist ein Punkt für eine Klasse und dann hier sind zwei Punkte für jedes Teil, das heißt, da wir zwei Klassen haben. Wir haben hier nur Wissen. Also können wir jetzt hier machen Increase Spell Damage 16% oder Increase Mana Regeneration und Twin Energy Shield. Dann würde ich hier erstmal gucken, worauf wir gehen wollen. Also am besten, man guckt immer auf diese großen Teile, weil das die meisten rausbringt. Also wollen wir jetzt mehr Damage oder hier ein bisschen Mana und mehr Schild. Ich würde gesagt, als erstes. Ja, was gibt's denn hier noch? Ich würde sagen, Minions. Da kannst du schon mal Minions beschwören. Ist auch nicht schlecht. Ich würde aber sagen, als erstes bauen wir hier mal auf dieses mehr Mana, weil, wenn man hier ein bisschen spellen will, brauchen wir schon mehr Mana. Dann hier Mana-Regeneration gelevelt. Dann aktiviert man und dann kann man hier irgendwie, glaube ich, dann haben wir schon mal Schild. Auch ziemlich praktisch.
So, dann werden wir jetzt hier weiter die Wabs schlachten. Als Feindkämpfer hat man halt gegen Nahkämpfer immer die Vorteile, die meisten Gegner kommen einfach nicht an einem ran. Gegen stärkere Mods wird man aber halt Probleme haben, weil die eher an einen rankommen. Gegen starke Mods ist dann, wenn ein Nahkämpfer Gegner ist oder ein Feindkämpfer, wenn es ein Nahkämpfer Gegner ist, dann ist es scheißegal. Ob du Nahkämpfer oder Feindkämpfer bist, haben die Feindkämpfer durch ihren höheren Schaden meistens einen Vorteil. Da ich das EPVE ist, ist es eigentlich am besten, wenn du dir Freunde, wenn man das spielt, sich irgendeinen Freund dann noch holt und du zusammenspielt. Einfach zu zweit macht das einfach mehr Spaß und die Mobs werden auch nicht stärker, wenn man zu zweit spielt. Vielleicht die Boss-Mobs, aber die normalen Mobs werden nicht stärker dadurch. Und das Einzige, was ist, wenn man zu zweit spielt, ist halt, man muss sich sein Loot teilen. Also man muss vielleicht manche Gebiete öfters spielen, um das Level oder den Loot zu bekommen, wo man braucht. Und was man hier auch sieht, man levelt ganz normal Erfahrungspunkte und man kann auch seine Skills werden dann extra gelevelt, also da rechts. Die kriegen genauso Erfahrungspunkte und wenn man dann das hoch genug Level hat, kann man die dann aufwerten. Aber irgendwie leckt das Spiel gerade hardcore. Ganz normal, weil du aufnimmst. Nein. Das hat schon auch ohne Aufnahme hat es so. Irgendwas liegt an den Servern. Das hat was mit der Verzögerung zu tun, nicht mit dem Lecken an sich, sondern es hat eine gute Verzögerung. Nicht immer, das ist mal, also okay, manchmal hat es schon eine Verzögerung, aber nicht so stark. Ja, auch bei mir greife ich immer durch die Gegner an, weil die Verzögerung genau dann da ist. Also Fernkämpfer weiß nicht, mit Nahkämpfern ist manchmal, dass der Schaden ein bisschen später ankommt, aber nicht dauerhaft, nur manchmal zwischendurch. Bei mir gehen halt manchmal die Angriffe durch. Und durch das Spiel, die Mobs kriegen wir ja hier leveln, brauchen 70 Stück und können dann hier... Wir brauchen Level 2 dafür, was wir erreicht haben, und können dann hier unser Feuerball upgraden. Das kostet nichts, das ist einfach, du musst halt einfach leveln. Das und außerdem gibt es eine Chance, dass du verfehlst, also du hast keine 100% Hitrate, wenn du den Gegner berührst. Achso. Ja, das Vorbeischießen ist kein Lag, das ist, dass du verfehlst. Du hast keine 100% Chance, den Gegner zu treffen. Inventar, was haben wir denn schon an? Das Messer bringt uns nichts. Wir haben hier schon ein paar Schuhe gefunden, so ein Schild. Was hat das Messer für die Slots? Das Messer. Grün und rot. Dann kannst du mir vielleicht geben. Ich will nämlich mit Dolch nicht spielen. Jo. So, die Folgen, falls es werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, die werde ich 20 Minuten groß machen. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe die ganze Zeit immer Stundenvideos gemacht, die aber eigentlich, das dauert viel zu lang, die hochzuladen, falls man jetzt nicht mal so viel Zeit hat, weil ich ja nebenher noch arbeite, werde ich die Folgen nur 20 Minuten groß machen und vielleicht, wenn ich Zeit habe, auch mal zwei Folgen hochladen, falls ich welche ab. Aber ich werde dann eher versuchen, verschiedene Videos hochzuladen, anstatt immer aufs gleiche, dass es mehr verschiedene Sätze gibt. Also ich werde dann vielleicht hier Minute 22 nur Video von dem hochladen. Aber dann vielleicht von anderen Video dafür auch noch. Ich werde halt nicht dann zwei Videos hochladen, aber weil die 20 Minuten nur lang sind, sondern vielleicht 4-5. Er brennt! Stirb! Was gibt er mir? Ein Schild, noch ein Schild und noch ein. Okay, Inventar gucken. Wir haben hier noch mehr Schild gekriegt. Die haben eine Waffe, die niemand braucht. Dann haben wir hier ein Schild, das niemand braucht, und noch ein Schild. Okay, das Schild ist besser als das hier. Weil es Ausweichungs- und Magier, das ist... Für Magier einfach besser, finde ich. Das ist eigentlich so ein Schild, das wir so schnell wie möglich weg haben wollen. Aber wir haben nichts Besseres, deswegen behalten wir es mal. So, Tab, wir waren hier eigentlich überall. Wir können auch mal kurz im Wasser gucken, ob da noch ein Gegner steht. Wir haben fast Level 3 erreicht. Was? Wir müssen hier nach oben. Den Bossmob, den ersten hier haben wir getötet. Der ist jetzt aber auch nicht wirklich besonders stark. Ist einfach
das Ende des Tutorial Mobs. Ja genau, das ist. Wenn man den besiegt hat, hat man das Tutorial vorbei. Warte, ich sollte mal auf die Map gucken, wohin ich muss. Da unten müssen wir jetzt rein. Und kommen dann zur Stadt. Jetzt sind wir in der Stadt. Hier kann man nicht angreifen, weil das ist ein freundliches Gebiet. Die Kisten sind leer. 4 Kistenplatz. Wir hatten schon mal gespielt, aber dadurch, dass wir die neue Season gerade heute angefangen hat, wurde halt alles zurückgesetzt. Dann würde ich sagen, wir reden mal um uns ein paar Quests. Kriegen hier Item Rise Zombies. Man kann Zombies beschwören. Dann gibt's hier Frozen Pulse. Ice Protection, which. Okay, Lightning. Ich bin irgendwie für diesen Zombie, weil ich mag Zombies. Dann kann man hier noch reden. Genau, dann kann man hier runter. Dann habe ich doch nichts Party akzeptiert. Wieso wir uns in der Stadt nicht hin ist, weil die immer verschiedene mehr als nur eine Stadt gibt, weil es ja online ist. Kann sein, dass du nicht siehst, aber wenn du draußen ins Kampfgebiet gehst, dann weiß überhaupt kein Spieler, nur wenn du in der Party mit jemandem bist. Und das auch ist, man sollte eigentlich immer mit allen reden, weil Quests sieht man hier, sind die Quests. Aber manchmal, wenn man hier oben redet mit den ganz normalen Typen, kriegt man auch Quests. Das ist am Anfang ziemlich praktisch. Dann, was man hier noch machen kann, ist, ich gehe erstmal wieder ins Inventar. Wir haben hier einen Platz für alles. Wir haben hier noch eine Krone, also ein Kopfteil bekommen. Das macht Energieschild, das ist praktisch für uns. Wir haben hier das Schild, deswegen ist auch nicht schlecht, dass wir haben. Dann können wir hier unsere Zombies noch einsetzen. Gut, dann werden wir hier den Schild. Hier kann man verkaufen. Dommelkot lässt man es haben, deswegen behalte ich das. Das Schild brauche ich nicht mehr. Die Waffe brauche ich nicht mehr. Und das Schild brauche ich auch nicht mehr. Dafür kriegen wir dann hier Teile. Man braucht 5, also meistens 5 Items für so eine Schriftrolle. Was in dem Spiel auch ist, man hat hier kein Geld, sondern mit diesen Schriftrollen, wo man sich backporten kann, so mit diesen Steinen und alles, was man findet, kann man hier zum Beispiel, kann ich hier zeigen, bei Items stehen hier dort, du brauchst hier die Schriftrollen zum Beispiel. Dann hier auch für solche Heilpotions, kann man aber auch finden. Und dann hier diese. Man zahlt eigentlich alles mit Orbs, also mit den Items, wo man nutzen kann, wird auch gezahlt. Das heißt, es gibt Glaschen, sind kein Geld. Es ist einfach ein altes, so ein Exil, wo es nichts gibt. Da wird halt mit Items gehandelt. Man verkauft Items und holt sich da so die Schriftrollen oder Orbs. Und mit diesen Orbs kann man sich dann wieder andere Items kaufen oder selber einsetzen, wenn man sie braucht. Jetzt mal auf mich ran. Ja, jetzt hier kann man zu zweit spielen, das ist Dominik, er spielt hier zweier Benutzer, ist er. Der zweite Tod, okay. Wie lol ist, heißt er ja zweiter Benutzer. Ich lasse sein können, dass er hier auch so heißt. Ja, das heißt auch mein anderer schon. Also, da werden hier, was ich vergessen gerade hab, also man kann Zombies beschwören, dafür brauchen wir aber erst ein paar Leichen. Alle! Deswegen, wir werden hier das hier nichts machen. Wir werden dann auf Q Zombies beschwören machen. Dann macht man hier 1, 2, 3 und hat dann 3 Zombie-Kollegen. Die eigentlich recht geil sind. Ich habe mir Fallen gegönnt. Weil, wieso nicht? Nee, ich mochte die anderen Optionen einfach nicht. Willst du mir jetzt ein Messer geben? Ja, hast du gerade was aufgesammelt, eine Waffe? Na, brauche ich nicht. Ein Bauchpanzer könnte ich aber noch haben. Und Handschuhe auch. Falls mich wundert, wieso er weiß, was ich gerade aufgesammelt habe, wir hocken aneinander. Brüder. Aber es ist aber auch eindeutig besser, weil ich einfach in sein Inventar gucken kann und mich nicht abfragen muss, was er besitzt. Weil so ist, sonst hätte ich ja überhaupt keine Ausrüstung und würde viel mehr Damage fressen. Oh, das sind meine Zombies. Ich hab hier was für dich, ich hab hier was für dich. Warte mal kurz. Zwei Zombies beschwören, ja, schmeiß. Kannst zwar auch benutzen, aber das brauchst du eher, das hier. Dann rutsch mal.
Inventar. Mana-Flaschen und so wieder unten sind, mit, wo man bei 1, 2, 3, 4 links neben den Lebens, rechts neben den Lebensleiste sieht. Die Dinger sind, füllen sich auf. Ich habe gerade einen Kristall aufgesammelt. Die Dinger füllen sich auf, wenn man entweder genug Gegner tötet, also man kann sie immer wieder im Kampf einsetzen, um Leben zu regenerieren oder Mana. Oder wenn du zurück in die Stadt gehst, ist auch alle wieder voll. Und ich habe jetzt gerade gelevelt. Wir hatten genug Erfahrungspunkte, weil hier im zweiten Gebiet levelt man einiges besser, weil hier auch mehr Mobs sind. Habe ich gerade meine Zombies verbessert. Dann, du hast gerade einen Kristall aufgesammelt. Wir werden jetzt hier nochmal kurz leveln. Wir werden hier auf Mana. Was ist das? Increase Maximum Energy Shield. Okay, das ist ziemlich praktisch. Hier ein bisschen Mana Reg und Energy Shield. Und dann werden wir hier das hier machen. Also werden wir hier erstmal dort gehen. Ein bisschen Schild. Der Spell, den ich auch bekommen habe, der ist relativ nutzlos. Wieso? Einfach aus dem Grund, dass es der Skill ist, wo du am Anfang bekommst mit dem Charakter. So. Also du startest mit dem Skill. Ich greife viel zu oft meine Zombies an. Also kannst du deinen eigenen Truppen angreifen? Nein! Ich denke aber, dass es Gegner sind, greif sie dann an. Meinst du, schießt in ihre Richtung? Genau. Ich bin Nahkämpfer, ich kann ihn auf Gegner klicken. Du lootest einfach alles so schnell. Mit welcher Taste macht man nochmal, dass man den ganzen Loot sieht? Wir müssen hier, wir müssen ins nächste Gebiet, eins weiter runter. Alter, ich glaube, wir sollten erst nochmal back. Wieso? Weil Metall langsam voll wird. Ich habe nur ein Item in den Tal, wenn du alles Ninja lootest, selber schuld. Nein, lass uns erst zum Eingang finden, dann wieder zurückgehen und dann dahin laufen. War ein bisschen blöd, dass man laufen muss, aber jetzt hast du so viele Items verschwendet. Anfangs halt. Und später, wenn du ganz viele Items hast, dann musst du dir auch überlegen, ob du was mitnehmen willst überhaupt, weil du. Du findest später einfach so viel Shit. Also so viel Kram, den du einfach nicht brauchst. Und du willst halt nicht auch nicht immer weggehen, weil du einfach von fast jedem Mob gibst und es gibt tausende. Also am Anfang braucht man halt ein paar Items. Aber später, wenn man dann zum Beispiel Akt 1 abgeschlossen hat, weiter hatte ich auch noch nicht gespielt, gibt es einfach besseres Zeugs. Findest du einfach viel zu viel Zeugs? Ich habe schon volles Inventar. Wieso hast du. Ich leg hier noch irgendwo ein Item oder was? Was? Ich hab schon zu viele Items. Hier ist schon mal, weil ich zwei Bögen dabei hatte. Also hier ist zwischendurch schon mal schon erster Zwischenboss, den wusste ich, dass er da ist, weil wir schon öfters gespielt hatten. Ich komme aber nicht hin, weil hier viel zu viele andere Mobs stehen. Ja, ich werde einfach fallen in seine Fresse. Alter, Zombies! Zombies, Leute! Zombies vor der Wind! Dann trinken wir erstmal so einen Schluck aus unserem Heal-Trank. Wozu hat man die denn? Haben den erstmal richtig gut einen mitgegeben. Brauche ich. Den brauche ich auch. Okay, wir haben keinen Mana. Den blauen da, den brauche ich. Kriegst du aber nicht. Wie kann man nochmal alle Items sehen, Dominik? Bei mir, das kannst du entweder im Menü einstellen oder keine Ahnung, welche Taste. Bei mir habe ich es eingestellt, sodass ich sie dauerhaft sehe. Ach so. Krieg ich jetzt den Bauchpanzer? Ich will ihn anziehen. Da gibt Decks und ich bin. Okay. Nein, da steht Require Decks. Du brauchst so viel Decks, um ihn anzuziehen. Ja, trotzdem. Ja, beschwören wir nochmal zwei Zombies. Also die Zombies ziehen ein bisschen, aber. Sind jetzt auch nicht die Zombies, die einfach alles wegschnitzeln, als wären es nichts. Aber die ziehen die Akku gut auf sich. Das heißt, wenn du mal alleine spielst, ist das ziemlich praktisch als Magier. Ja. Man kann auch, wenn man alleine spielt, wenn man die Gegner einfach gescheit mal wieder ausweichen, das halt nicht dauerhaft drauf hitten, sondern du musst auch ausweichen. Wieso nimmst du die Schriftrolle? Meine Schriftrolle! Das ist eine Backport und Schriftrolle, wo man sich Zeugs kaufen kann. Also wir haben nochmal Level Up, wir werden jetzt nochmal was skillen. Wir nehmen Mana Schild. Brauchen ein bisschen mehr Mana Rack, würde ich sagen.
Auch wenn Mana Schild nicht Welches Level schlecht bist du ist. denn schon? Welches Level? Kann man das hier irgendwo im Inventar? C müsste es doch sein. C, ja, hier. Level 4. Noch Level 3. Ja, da habe ich mich halt im vorherigen Gebiet besser gelevelt. Sag doch, im ersten Gebiet räumt man gern gut alles aus. Man kann auch bei C sehen, hier die ganzen Stats, Stacks, Intelligenz und alles, alles detailliert, was man braucht. Wenn dann manchmal einen Hit macht. Kannst sogar auf Decks und so fahren, also auf die Kreise da oben fahren, wenn du jetzt Inventar hast, um zu sehen, was die einzelnen Stats bringen. Erstmal sinnlos alle Gegner töten, sagst du? Hier ist schon mal das erste Gebiet. Ja, auch mal. Ich will doch auch Level Up werden. Ich bin schon mal weitergegangen. So. Okay, dann komme ich wieder zurück. Ja, Erfahrungspunkt bin ich jetzt gekriegt. Okay, falsche Seite. Hier ist das Tor. Ich komm. Was willst du, Dominik? Wo bist du? Ich will erstmal auch Level 4 werden und dann verkaufen gehen. Gehen wir jetzt zurück? Jetzt oder nicht? Doch, und dann gehen wir das nächste Warte, Paket. Hier kann man durch. Geh durch den Eingang, da müsste doch ein Backporter sein, wenn ich nicht falsch stehe. Ja. Also direkt nach dem Eingang. Ja, da ist der W-Punkt und mit dem W-Punkt kann man sich einfach zurück in die Stadt teleportieren. Das ist ziemlich praktisch, da muss man sich nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Und Dominik wollte einfach wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Hier, wir werden jetzt hier circa 5 Items, drückt man eine Schriftrolle, das heißt, wir haben 5 Items und kommen dafür eine Schriftrolle. Das ist eine Identifizierungsschriftrolle. 5 Stück haben wir, 6 dabei zu haben ist nie schlecht. Und es kommt auch immer darauf an, was für Items du verkaufst, was du bekommst. Wenn du nicht identifizierte Items reintrust, Dominik, den Magierstab hätte ich gerne. Ich mag ja Stab. Diesen Wand, das sind Stäbe, wo ich benutze. Hast du noch zwei? Nein. Du hast nur einen. Ich hab keinen gekriegt, weil du alles immer lootest, Alter. Kennst mich doch. Dann werden wir das in den Bauchpanzer setzen und werden dann das Schild auch wegschmeißen. Ah, da bist du, Dominik. Ich glaube, wir sind jetzt hier in einer Party-Lobby. Ich glaube, ich auch Nein. mal. Wieso? Weil kaum Leute in der Season neu angefangen haben und die, wenn neu angefangen haben, sind Suchtis, die schon längst über dieses Gebiet hier hinaus sind. Kann ich einen Stab jetzt haben? Ja, wir müssen zurück. Ich kann ihn hier nicht auf den Boden schmeißen. Don't tell Tarpley. Dann werde ich hier schon mal mein Schild verkaufen. Weil das braucht ja eh niemand. Ich mag das Schild, muss das Schild sowieso nicht. Wird er uns endlich einen zweiten Stab geben, dass wir endlich mal ein bisschen Damage vielleicht machen. Wir nach oben teleportieren, weil es schneller ist. Stab her. Wie viel Minuten haben wir schon? Oh, ja, vergiss. Ja, wir sind schon längst über der Zeit. Also Leute, das war's mit der ersten Folge. Ich sagte ja 20 Minuten, weil die Videos schon zu groß werden und wir werden dann einfach an der Stelle gleich weiterspielen. Also dann, bis zum nächsten Mal.